So, weiter geht's hier laut unserem Programm. Murat Şahin in der roten Ecke gegen Samuel Dimitrov aus Bulgarien in der blauen Ecke. Das Ganze hier über 4 Runden im Mittelgewicht bis 72,5 Kilogramm. Ring frei. Zone 1. Round 1. So, los geht's. Der erste Kampf hier nach der Pause. In Gütersloh live auf Fight24. Die Profibox-Gala von Flash Eye Promotion. Mein Name ist Bihes Barakat. Ich führe euch heute Abend durch den Boxabend. So, jetzt haben wir's. Şahin hier in der Linksauslage, sein Gegner Samuel Dimitrov in der Rechtsauslage. Dimitrov hier mit lässiger Kampfstellung. Wippt mit seiner Führhand, um so die Distanz beizubehalten, um den Gegner zu täuschen, Schläge zu fintieren. Oder auf gut Deutsch gesagt, einfach nur die Konzentration des Gegners zu stören. Dimitrov kam da jetzt mit der linken gerade und den rechten Kopfhaken durch. Şahin im Rückwärtsgang gewesen. Beide sehr verhalten hier. Kleine Aktionen von Dimitrov. Momentan wenig los. Dimitrov lässt hier seinen Gegner ins Leere laufen. Ist schon fast vorbei, beide noch in der Abtastphase. Mal sehen, ob es in der zweiten Runde ein bisschen mehr zur Sache geht. Wir hatten nur vereinzelte Aktionen von Dimitrov gehabt in dieser ersten Runde. Ende der ersten Runde. Second out. Ring frei zur Runde 2, Round 2. So, die zweite Runde jetzt hier zwischen Murat Şahin in der roten Ecke und Samuel Dimitrov in der blauen Ecke. Dimitrov die erste Runde meiner Meinung nach für sich gewonnen. Waren zwar weniger Aktionen, aber die Aktionen, die kamen, die waren halt von Samuel Dimitrov, den Mann aus Bulgarien. Şahin hat die erste Runde anscheinend zum Kennenlernen genutzt.
Ist jetzt etwas aktiver als in der ersten Runde. Geht auch mal mehr in den Mann rein. Aber Dimitrov weiß das Ganze zu unterbinden. Zum Teil hier auch mit lässiger oder hängender Deckung. Händen. Samuel Dimitrov. Schein sieht das Ganze wahrscheinlich als Lockmittel. Geht zum Teil darauf ein, wie jetzt in dieser Aktion. Aber Dimitrov dreht sich da gut raus und kontert mit der rechten. Es kam Schein mit einigen Aktionen durch, Aufwärtshaken sowie Kopfhaken. Dimitrov unterbindet hier den Schlaghagel von Schein mit dem Clinch. Schein jetzt deutlich aktiver. Dimitrov lässt Schein immer wieder ins Leere laufen mit diesen Konteraktionen. Maid-Bewegungen. Ende der zweiten Runde. Die zweite Runde ist um. Second out, Ring frei. Zur Runde 3, Round 3. So, die dritte Runde in den vier Runden angesetzt, dieser Kampf. Samuel Dimitrov, der Mann in Blau, der deutlich erfahrenere Mann hier. Ich muss sagen, Murat Şahin gibt heute sein Pro-Debüt, das heißt, das ist sein erster Profikampf. Samuel Dimitrov hingegen hat schon insgesamt 19 Profiboxkämpfe bestritten. Zwar zwei davon durch verloren, aber allerlei Erfahrung mitgenommen. Man sieht das hier an seinen Bewegungen. Gerade wieder so eine Aktion, wie er in seiner Rechtsauslage punktet, ausweicht und wieder punktet. Der Körpertreffer von Dimitrov.
Muratschein versucht es hier ein bisschen mehr, aber Mitrov scheint da schon wirklich seine Erfahrung mit reinzubringen, um seinen Gegner ins Leere laufen und schlagen zu lassen. Unterbindet hier den Kampf mit dem Clinch. Da ist der Mundschutz von Dimitrov runtergefallen. Kurzes Timeout hier. Wird einmal durchgespült, Mundschutz und wieder eingesteckt. Wieder freigegeben das Ganze. Dimitrov setzt hier Schein ordentlich zu. Kassiert aber selber Hände. Harte Hände. Scheint wohl angeschlagen zu sein. Taumelt hier durch den Ring. Schein sollte jetzt nachsetzen. Er hat noch eine halbe Minute, wenn er den Kampf vorzeitig beenden möchte. Dimitrov 4 in den Ringseilen. Taumelt, hält sich mit dem Clinch auf den Beinen. Ende der dritten Runde. Kleine unschöne Aktion am Ende der Runde. Second out. Meine Damen und Herren, hier Applaus, die letzte Runde, Ring frei, zur Runde 4, Round 4. So, die letzte Runde, mal sehen, ob sich Samuel Dimitrov von dem Schlaghagel in der letzten Runde erholt hat. Schein sollte da weitermachen, wo er angesetzt hat, den Gegner allerdings nicht hinterherlaufen, sondern ihm den Weg abschneiden und ihm stellen. Getroffen, Ticken zu tief mit dem Kopf. Dimitrov versucht es hier mit der Außenbahn, mit dem rechten Schwinger. Timeout hier vom Ref. Da wird Dimitrov mit einem Minuspunkt bestraft fürs Clinchen und den tiefen Kopf. Hat er wohl wieder den Mundschutz ausgespuckt. Durch das Clinchen, Mundschutz ausspucken, natürlich auch versuchen, die Zeit hier irgendwie zu überbrücken oder überstehen. Allerdings hat das wenig Nutzen, wenn der Ringrichter ein Timeout gibt, sprich die Zeit gestoppt wird und letzte Minute in der letzten Runde
läuft hier an. Schein hier auch deutlich aktiver in den letzten beiden Runden. In der dritten sowohl in der dritten als auch in der vierten jetzt. Setzt hier auch bessere und klarere Akzente als in Runden zuvor. Ich bin gespannt, wie die Punktrichter den Kampf werten. Ich habe die ersten zwei Runden für Dimitrov. Und jetzt die letzten beiden, die dritte und die vierte für Shahin. Eigentlich ein klassisches Unentschieden, wenn jetzt nicht diese Minuspunkte fürs absichtliche Ausspucken des Mundschutzes wären. Da fällt er wieder hin. So, und das jetzt in den letzten Sekunden dieses Kampfes. Das dürfte natürlich auf dem Punktzettel für einen Vorteil für Murat Shahin sorgen. Kampf ist zu Ende. So, die beiden Kämpfer bitte zur Mitte. Nochmal einen Riesenapplaus für den Fight, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wir haben auch hier ein einstimmiges Urteil. Sieger in diesem Kampf. Die Rotecke, Murat Bekan Şahin. Das war der Sieger hier nach einstimmigem Punktsieg. Nach einstimmigem Punkturteil, sorry. Murat Şahin. Nachvollziehbar.